denn dafür, dass der Vagusnerv entgleisen könnte? Wir haben einmal die mechanischen Faktoren, das ist eine Reizung der Halswirbelsäule durch eine falsche Haltung. Also Fakt 1 ist Haltung. Wenn wir gerade sind mit der Halswirbelsäule, dann haben wir überhaupt gar kein Problem. Wenn wir aber über einen gewissen Zeitraum durch unsere veränderten Lebenswelten und Arbeitswelten in einen starken Neigungswinkel kommen, je nachdem wie stark der Winkel ist, muss dann die Halswirbelsäule zwischen 8 bis zu 30 Kilo stemmen und dafür ist sie ja untrainiert überhaupt nicht ausgelegt. Das ist ein Faktor. Der zweite Faktor, und beide Faktoren sind gleich schlimm oder gleichwertig zur Auslösung eines Vagusproblems. Der zweite Faktor sind Herausforderungen, Stressoren im Alltag, im Leben. Stressoren arbeitstechnisch, Sorgen, Ängste, Kummer, Nöte, Probleme, Arbeitsüberlastung, aber auch im privaten Bereich. Meistens kommen ja bei Herausforderungen nicht nur auf Arbeitsweltschiene, sondern eben auch familiär die Belastungen noch mit dazu, obwohl Familie natürlich keine Belastung ist. Aber ein Mensch alleine kann ja nun alles auch nicht schaffen. Ja? Und viele sind dann einfach über einen langen Zeitraum tapfere Zinnsoldaten und stehen ihren Mann und ihre Frau und bewältigen wirklich eins nach dem anderen, was gar nicht abreißt manchmal. Wir kennen das in unseren Lebenssituationen manchmal auch. Ja, entweder ist Ruhe, wie bei Ebbe und bei Flut, ja, dann ist Ruhe, oder aber dann kommt alles auf einmal. Und wenn das natürlich über einen langen Zeitraum und sehr heftig ist, in einer gewissen Intensität ist und dann keine Gegenregulation folgt, also man nur noch im Funktionieren ist, dann kommen wir in eine Überlebensspirale. Dann werden biochemische Veränderungen freigesetzt, dann wird der Säurebasenhaushalt verändert sich ins saure Milieu, saure Gelenke tun weh, dann verändert sich der Muskeltonus, das heißt falsche Zugkräfte entstehen durch die permanente innere Anspannung. Ja, bei den mechanischen Problemen, ja, bei sowas hier, da haben wir natürlich den Druck auf das Nervensystem, haben wir natürlich hier durch die Veränderungen des Bewegungsapparats, wo auch eben dann eine Behandlung erfolgen muss, dringend. Ja. Und das sind die zwei Faktoren, die dafür sorgen, dass unser Nervensystem dann irgendwann an seine Grenzen kommt. Und dann verliert der Parasympathikus, der beruhigende Ast, verliert dann die Fähigkeit, ist eingeschränkt in der Fähigkeit, eigenständig, selbstständig sich dann noch regulieren zu können. Das heißt, er braucht dann von außen Hilfestellung. So, und jetzt kennt ihr das alle, dass die Patienten, die im wöchentlichen Rhythmus kommen, dann oftmals sogar auch absagen, weil eben nochmal irgendwie ein Facharzt aufgesucht werden muss. Sie mussten wieder zum Arzt und es war dies, es war das. Also es sind dann die Beschwerden in wöchentlichen Wanderbaustellen so vordergründig, dass gar keine Therapie mehr richtig durchgezogen werden kann. Man kommt vom Hölzchen aufs Stöckchen und es wird ständig eine Nebenbaustelle aufgemacht. Jetzt, was ist zu tun? Also als allererstes machen wir einen Test, wie stark der Vagus in der Dysfunktion ist. Das lernt ihr aber alles in der Vagustherapie oder beziehungsweise für medizinische Berufe in der Vagus Practitioner Ausbildung. Dann machen wir ein Cortisol-Tagesprofil. Wir schauen nach den Entzündungswerten, inflammatorische Entzündungsprozesse. Dann nehmen wir bitte alle Vitalstoffparameter. Wir schauen, wie ist denn der Spiegel von den Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, Aminosäuren. Ja, wenn da nichts da ist, wo soll es denn herkommen zur Regulation?
Ja, das wird ja oftmals im Laufe dieser Zeit, was sich alles aufsummiert hat, damit der Zustand jetzt so entstanden ist, alles aufgebraucht. Und das können wir dann auch über die normale gesunde Ernährung nicht mehr zuführen. Der Zug ist dann abgefahren. Wir müssen jetzt dem Vagusnerv, dem parasympathischen beruhigenden Ast, wieder so informieren und aufstellen, dass er seine Wissensfäden wieder hinknüpft, wie Beruhigung geht. Mein Name ist Evelyn Fenske und ich habe die VAR-Vagustherapie entwickelt. Damit habe ich mit dieser krisenerprobten Therapie schon sehr vielen Menschen geholfen, aus genau dieser schlimmen Zustandssituation auszubrechen. Und wenn du Therapeut bist oder Heilpraktiker, medizinischer Masseur oder in sonstigem medizinnahen Beruf tätig bist, oder auch wenn du Quereinsteiger bist und sagst, ich möchte Menschen dahingehend helfen, dann schau doch mal unter www.evelinfenske.de. In der Beschreibung werde ich das alles noch unten im Beschreibungstext verlinken. Schau doch mal bei mir in der Gesundheitsakademie Fenske, ob vielleicht eine Vagustherapie-Ausbildung dann für deine Patienten wertvoll wäre. Ich freue mich, wenn wir voneinander hören und bis ganz bald im nächsten Video.